Ich will auch gar keinen Polizeischutz als solches für mich, sondern es soll ja einfach für die Leute im Dorf ruhig sein. Aber ich bin leise, gell? Ich bin so laut, wie ich will. Wenn dir nicht passt, dass ich so rumschreie, geh heim und ruf die Bullen an, dass Leute wieder von meinem Grundstück stehen. Anstatt anzurufen und mich anzuzeigen, weil die da sind. Ist so. Weil ich rumschreie. Weil ich würde nicht rumschreien, wenn die nicht da wären. Herr Winkler, das ist ein älterer Herr, du kannst nicht so mit dem reden. Du hast keine Ahnung. Du brauchst mich vor den Ohrschreier? Ich schreie so lange, wie ich will, auf meinem Grundstück. Immer alles, noch! Alles. Boah, Bim hat's voll erkannt, Alter. Einer der Gründe, warum ich überhaupt kein Fastfood mag. Jetzt macht er die Scheune zu. Sie sind Dürüm runtergefallen. Jetzt hebt das wieder auf. Schaut, ob es noch gut ist. Und es gibt aber Dönerbuden, habe ich auch schon gehabt. Da isst du einen Döner und es kommt nicht einmal auf die Größe an. Sondern du isst einen Döner, isst einen zweiten Döner, isst einen dritten Döner und du merkst es gar nicht, dass du was gegessen hast. Ich esse gerne Pommes und so ein Zeug. So. Ich gehe da auch normalerweise bloß hin, weil ich auf die Chili Cheese Nuggets stehe. Oh, ich freue mich schon nachher auf meine Chips und Käse Tortillas. Ich spiegel im Prinzip mein Gegenüber. Wenn mein Gegenüber überfreundlich zu mir ist, dann bin ich's auch. Wenn mein Gegenüber aggressiv gegen mich ist, dann bin ich's ebenfalls. Willst du grillen, Rainer? Wir haben Wurst dabei und einen Einweggrill. Das Einzige, was ich euch zu sagen habe, ist, dass ihr Vollidioten seid. Aber Rainer, wir haben Wurst gekauft, wir haben lecker Nürnberger. Wir haben lecker Nürnberger, wir haben Schweinesteaks, wir haben... Mund bewegt sich, kommt nichts raus, ich habe das Kopfhörer auf, ich höre dich nicht, du Idiot, Alter. Deswegen kann ich in den Arsch bumsen, das macht ihr doch sowieso gerne und jetzt verpisst euch. Aber ich dachte, du bist der B-Lord, nicht wir. Oder habe ich das falsch? Also Rainer, wir grillen jetzt. Wenn du mitgrillen willst, du bist herzlich eingeladen, ohne Scheiß jetzt. Ja? Ist keine Verarsche. Wir grillen jetzt und wenn du willst. Also wir haben Hey, verpisst euch, ihr Affen! Wieso so aggressiv? Aber so im Großen und Ganzen, Groß- und Kleinschreibung kriege ich größtenteils hin. Worte kann ich auch größtenteils richtig schreiben. Es geht nicht nur darum, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann, es geht auch darum, dass ich niemandem anderen für meine Fehler die Schuld geben muss. Ich glaube nicht an irgendwelche Götter, wenn ich irgendwo beim Lotto verliere, Beispiel nur, wenn ich beim Lotto verliere irgendwo, dann brauche ich nicht Gott die Schuld geben, sondern bin ich selber schuld daran, dass ich überhaupt gespielt habe. Wenn ich irgendwas bei meinem Schneidprogramm verkacke, dann bin ich auch selbst schuld daran und so weiter. Ach komm ey, leck mich doch, wo ist denn das ganze Team, Alter? Komm schon, ey. Wo ist denn das ganze Team, Alter? Sag mal, was ist denn das für ein Team, Alter? Wo sind die denn? Mir wär's, wenn man darauf achtet, wo die Gegner in der Falle stehen, Alter. Da waren unsere ganzen Leute. Man muss halt auch mal um seine Umgebung achten, mal, Alter. Wo zur Hölle waren die jetzt alle? Ach komm, leck mich doch, als ob der überlebt, Mann. Weißt du? Und der kein Schwein hilft mir, Alter. Auf mich. Weil die Hater kommen hierher. Ich schrei rum, weil die hier sind. Und die Hater schreien weit mehr rum als ich.